Heute möchte ich euch Drop Assault vorstellen. Wir müssen jetzt erstmal einer Fraktion beitreten. Ich trete einfach mal der Rechten hier bei. Was ist da? Loyalist. Und was ist das? Aufständischer. Oh. Können wir uns aussuchen, wen wir nehmen wollen? Die fetzen natürlich auch, aber ich nehme einfach mal einen Loyal. Servo. Setze den Cluster an. Servo. Die Fraktion ausgestattet. Verschiedene Einheiten. Blutlos, dass er deine Truppen wild wären, wodurch sie kurzzeitig verbesserte Geschwindigkeit schaden. Und ich nehme die hier, Loyalisten, treten wir einfach mal bei. Möchtest du ihre Treue schwören? Ja, möchte ich. Okay, um das Spiel nach dem Tutorial weiterzuspielen, müssen sie herunterladen werden. So ist während den Tutorials. Ja, so machen wir das. Gute Idee. So, dann checken wir erstmal das Tutorial. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Drop Assault heißt die App. Den Link schmeiße ich euch natürlich unter Video. So, sehr gegrüßt, Captain. Ich bin Zola von der Shadowrun. Das wird die Hauptenklave sein. Ein Stützpunkt, von dem aus du den Aufständischen ihre gerechte Strafe bringen kannst. Alles klar, du musst die Hilfe eines Dieners des Mechanikum anfordern, wenn du diesen Ort in Verteidigungsposition umwandeln möchtest. Okay, alles klar. So, was sollen wir hier machen? Soll ich einen weiteren Bruder-Mechanismus rufen, um unsere Sache unterstützt? Ja, natürlich. Den kann man mal hoch. Lebe der Captain als Techmarine wird mein privilegiertes Wissen es mir erlauben, in allen Fragen des Bauwesens zu helfen. Lasst mich euch führen. Okay, ausgezeichnet. Du hast einen ersten Techmarine rekrutiert, du befindest dich jetzt in guten Händen. Ich muss mich jetzt um andere Angelegenheiten kümmern, aber ich werde in Kürze zurückkehren. Alles klar, deine Schlachtbrüder hatten damit zu tun, einen Energiegenerator und einen Munitionsabwurf zu sichern. Überbleibsel der ursprünglichen Compliance. Okay, du wirst Munition und den Antwürfen und Energie von Energieaggregaten sammeln. Die Ressourcen werden sich beim Bau deines Stützpunktes als nützlich erweisen. Alles klar. Wenn wir allerdings weiterhin zusammenarbeiten, dann muss ich mir deine Bezeichnung in meinem Cortex einprägen. Wie ist dein Name, Captain? Okay, dann nehmen wir hier erstmal unseren Namen ein. Wisst ihr ja Bescheid, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin der Aptialist. Nur mal für die, die noch nicht wissen, wie wir sagen, anmelden. So, Captain Aptialist, du bist du bereit, Strafe auszuteilen? Natürlich, unser Hauptziel ist es, die Enklave vor Angriffen zu schützen. Wir können das tun, indem wir Türme bauen. Okay, für alle Gebäudetürme eingeschlossen wirst du Energie brauchen. Der Hibi Boulder Turm ist eine Basiswaffe der Legion Astarts und extrem effektiv im Eingang der Infanterie. Also lass uns das beginnen. Gut, dann fangen wir erstmal an zu bauen. Was? Für den Bau des Turms benötigst du einen deiner Turmpunkte, TP. Okay. Im Moment hast du 40 TP, die du für Türme ausgeben kannst. Wenn du dein Hauptquartier aufwertest, wirst du mehr bekommen. Alles klar, du kannst deinen TP-Wert nicht überschreiten, Captain, weil Nachschub begrenzt ist. Gut, das sind die TP-Kosten für ein Bolterturm. Ein Bolterturm sollte es fürs Erste reichen. Also lass uns anfangen. Gut, dann bauen wir den erstmal und klatschen dir den hier. Ja, hier kommt dahin. Die Energie und Maschinengeistes kann die Baugeschwindigkeit nachhaltig verbessern. Gib eine jetzt aus, um den Bolter sofort freizuschalten. Wie lange würde es sonst dauern? Sonst würde es eine Minute dauern. Wir können uns ja erstmal kurz hier die Welt angucken. Auf jeden Fall richtig cool gemacht. Also von der Welt her sieht es echt bombastisch aus. Was ist denn das hier? Eine Aufstellungszone. Was kann man denn damit machen? Information ist das mit Sicherheit. Hallo? Geht nicht? Level 1. Weiß ich nicht, was man damit machen kann. Auf jeden Fall eine coole Welt, sieht optisch echt geil aus, sauber programmiert von der Grafik her, muss ich sagen. Macht echt Laune zu gucken. Energieaggregat, alles klar, das ist auf Level Nummer 1, können wir uns auch natürlich nicht... Was haben wir jetzt gemacht? Ah, jetzt haben wir die Energie eingesammelt. Kommando, Hauptquartier, was ist da? So, dann haben wir das erstmal fertig. So, sehr schön. Und wäre stolz auf deine Bemühungen. Du kannst auch Türme in dein Inventar verstauen, wenn du ein paar TP befreien möchtest. Okay, das Verstauen und Wissen herstellen von Türmen ist kostenlos und geschieht
Unmittelbar, das ist nützlich, wenn du mit verschiedenen Turmkonfigurationen experimentieren willst, während du sich deine Stellung erweiterst. Aber Captain, Sensoren haben eine Aufklärungstrupp von aufständischen Legionären entdeckt. Okay, ich bin sehr prima, ne, verwende dich. Abschaum, unsere Wachen haben deine erbärmliche Operation entlarvt. Ganz ehrlich, hatte ich mir mehr erhofft. Jetzt wirst du dein Ende finden. Fürchte dich nicht, Captain. Der Maschinengott von Mars hat deinen Hiwi-Bolt-Atom gesegnet. Alles klar, wissen wir erstmal Bescheid. Jetzt hier jetzt auch erstmal weiter. Lädt erstmal mal kurz. Ein cooler Anfang, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das so wird. Alter, jetzt kommen sie an. Geile Sache. Können wir hier ranzoomen? Jo, können wir. Dann können wir auch ein bisschen checken, was hier so geht. Naja, die machen wir noch kalt, Alter. Wir gehen noch richtig ab hier. Aber krass ist, der schießt so öfter mal vorbei, wie ihr seht. Also finde ich auch cool gemacht, dass er nicht immer treffen. Hat auf jeden Fall was. Ist nicht so wie in allen anderen Apps. Von daher finde ich das schon mal cool. Genieße deinen Sieg, Captain, denn er bedeutet nichts. Wir werden alle auslöschen, den wir verloren im Folgen. Okay. Wie vorher gesagt, mähten die Hiwi-Bolters sich durch die aufständischen Bilderquellen, zeigen, dass feindliche Kräfte eine andere Enklave und Loyalisten anvisieren. Wir müssen unsere Schlachtbrüdern helfen. Okay, jetzt müssen wir bestimmt erstmal angreifen. Truppen zu rekrutieren kosten Munition. Gut, dass wir einen Munitionsabwurf haben, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Lasst uns einen taktischen Trupp in der Aufstellungszone zusammenstellen. Gut, jetzt haben wir hier die Aufstellungszone. Da können wir einen Trupp ausbilden. Alles klar. Ah, da sagen wir jetzt ein bisschen beschleunigen für ihn so ein Teil. Okay. Das wird dann auch wieder kombiniert mit so einem In-App-Käufen, ist ja klar. Eine zweite Aufstellungszone kann eine weitere Truppe technischer Space Marines unterstützen. Gut, dann bauen wir gleich nochmal so ein zweites Teil. Support. Ah, alles klar. Dann gehen wir hier auf Aufstellungszone und klatschen die dahin. Die ist jetzt auch schon fertig. Das Ding auf jeden Fall stellen wir taktischen Trupp auf, Captain. Wir brauchen viel mehr Brüder, um uns aufständig entgegenzustellen. Ja, dann machen wir das. Bilden wir den nächsten aus und machen das auch gleich wieder ein bisschen schneller. Dann ist es fertig. So, Captain, wir sind bereit, deine Feinde im Namen des Emperors zu zerschlagen. Alles klar, dann können wir in Angriff gehen. Gehen wir da erstmal ruf. Jetzt lädt es natürlich noch mal kurz und dann, wie gesagt, jetzt schätzt auch schon los. Wir checken ab, wie das mal so abgeht. Spione haben einen stark engen Lager Aufständischen innerhalb unserer Grenzen ausgestöbert. Ohne ihre Kenntnis haben wir einen vorwärtsgerichteten Predator-Streitkraft bereitstehen, um es zu zerstören. Okay, setze die Flut der Predator-Explosions frei. Okay, Dummköpfe, deine ärmlichen Angreifer werden unter meine Sohle zerstört. Bersten. Ich werde deinen Untergang genießen. Haha, das kannst du knicken. Alter, hier ist die Zone. Greifen die von alleine an? Alter, wie gehen die denn ab? Ich sehe ja keine Sonne. Die Aufstände haben vorgetäuscht, dass sie unsere Pläne ignorieren. Wir werden zusätzliche Unterstützer anfordern müssen. Setzt den Deathstorm Drop Pad ein. Okay, was ist das? Was ist denn da, Alter? Was? Wir wurden die Loyalisten neu versorgt. Was hat er mit ihr versichert, dass wir ihre taktische Unterstützung lahmgelegt hatten? Ah, wir haben jetzt auf den Rückzug, aber unsere Wohntruppen werden trotzdem nicht ausreichen. Ich befürchte, wir werden die Gottmaschine um Hilfe bitten müssen. Oha, wir haben unsere letzten Reaver-Titan eingesetzt und ich klicke einfach mal weg. So, dann bin ich gespannt, was hier. Alter, was sind das für ein Teil? Hier hinten, guckt mal, Alter, wie krank ist der denn? Der geht ja richtig ab hier. Alter Schalter. Die Feuer wohl. Ich klicke einfach mal weg. Ist egal, wir wollen jetzt zocken und nicht lesen. Sonst ist es ja auch ein bisschen langweilig. Haben sie den jetzt so zerstört, jo? Düttinger Razzifazzi ist auseinandergeballert, Alter. Krasse Sache. So, jetzt können wir unsere Truppen nehmen.
Mann, Alter, ist doch mal jetzt gut. Ich will jetzt hier zocken, ey. So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen Ballett machen. Auf jeden Fall so vom Zocken hier echt geil. Also haben sie echt was einfallen lassen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Sind ein paar coole Features bei. Ist nicht so wie bei anderen Apps. Also muss ich echt sagen, hat auf jeden Fall richtig was. Und den Kampf werden wir hier auch gewinnen. Aber natürlich auch nur, weil wir so eine krasse Unterstützung hatten. Sonst hätten wir den auf jeden Fall nicht auf die Reihe gekriegt. So, den Sieg haben wir. Das war ja auch erstmal ein Tutorial. Jetzt wissen wir erstmal Bescheid, was hier so geht, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.